Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, wo wir gerade damit beschäftigt sind, hier unsere Farm zum Laufen zu bringen. Also, ob die Bäume zum Laufen bringen, ob die laufen wird, weiß ich nicht. Gut, dann benötigen wir Sand. Wir benötigen sehr viel Sand. Und eventuell ein bisschen Erde, damit wir dort rumklettern können. Natürlich benötigen wir dafür auch noch Kakteen, etc., etc. Zäune benötigen wir natürlich auch noch. Ist alles klar. Haben wir noch Zäune? Wir haben noch Zäune. Wir haben noch Zäune. Das ist doch schön. Dann haben wir das Problem schon mal geritzt. Wir haben sogar genug Zäune. Dann würde ich vorschlagen, können wir eventuell das Sandstein nur als Frage... Ne, können wir nicht. Wir können das nur hier weiterverarbeiten. Das interessiert uns aber nicht. Wir brauchen nämlich noch Kakteen und Sand und ein bisschen Erde. Wozu die Erde? Das ist ganz einfach, damit wir dort auch ein bisschen rumklettern können. Wo Sand, 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 Sand. Ah, wir haben genug Sand. Dann Kakteen noch. Warte, Kakteen. Die waren ja hier irgendwo oben, ne? Ja, nehmen wir einfach mal alle mit. Lieber zu viel als zu wenig. Außer bei Minecraft Flat. So. Zack. Ja, komm, wir haben hier noch. Zack, so, jetzt erstmal. Immer zwischen denen, immer hier jetzt. Das so hauen, dass der jetzt sozusagen immer dazwischen ist. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. So. Auch hier wieder. Zack. Und dann machen wir hier auch ein paar Fackeln dran, weil ohne Fackeln kann es sein, dass hier hin und wieder gerne mal ein Monster spawnt und das brauchen wir nicht. Wir brauchen hier keine Zombies, die uns die Kakteen wegnehmen. Nee, jetzt ohne Scheiße, was brauchen wir wirklich nicht. Die Fackel können wir wieder mitnehmen. Dann nehme ich mal die Erde. Können wir nämlich jetzt hier in Ruhe das Sand und dann auch die Kakteen drauf machen. Als erstes Sand, dann die Kakteen. Ne, für alle, die jetzt meine Kaktusfarm sehen wollten. Reicht doch. Nein, wie. So, warte. Zack. Ja. El Bardo lässt grüßen. Dann, den füllen wir lieber noch mal kurz auf. So. Mit unserer kleinen Hühnerfarm, die wir dort auch noch haben. Also unserer kleinen Eierfarm. So, dann müssen wir hier jetzt. Zack. Nein. Hier sollst du hin. Jetzt können wir nämlich hier das wieder wegnehmen. Und hier eins hin. Und dort wieder weg. So. Oh, Mist. So. Seht ihr, wenn wir jetzt das machen, dieses kleine, ich sag jetzt mal, Beispiel, wie ich sehe, brauchen wir aber noch ein bisschen mehr, wie auch sagen wir schon, noch ein paar Dinge hier. Ich zeig euch das mal, wenn wir jetzt nämlich das hier mal nehmen. Hier nehmen wir mal eine Fackel, werfen die da rein. So, dann kommt die jetzt hier in die Kiste. In die Truhe, wie ihr seht, läuft alles flüssig. Wir brauchen aber noch zwei Kisten. So, und dann können wir mal das ganze Cobblestone und so wieder wegräumen. Das stört nämlich schon so ein bisschen. So. Wir haben jetzt eine Truhe. Ja, eine Truhe ist ja jetzt nicht gerade viel.
Haben wir hier noch Holz? Wir haben hier noch Holz. Gut, dann machen wir uns hier draus nochmal eine Truhe. So. Das räumen wir mal weg. Und wir... Eisen, genau, wir wollen Eisen. Zack. Zack, 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 zack. Zack. Eisen, zack, zack. Wir haben ja genug Eisen. Für so viel Kram, was wir hier bauen. Insofern. Ja. Nein, so. Haben wir noch eine Spitzhacke hier irgendwo? Wir haben doch hier noch eine Spitzhacke rumfliegen. Genau, hier haben wir eine Spitzhacke rumfliegen. Machen wir das mal hier kaputt. Und hier haben wir das mal kurz kaputt. Nehmen uns dann unsere Trichter. Und bauen die jetzt hier dran. So, kurz nachgucken. Komm. Nein, hier. Ja, gut. Die Dinger kommen an. Warum Knochenmehl? Ich weiß es nicht. So. Dann das hier hauen wir mal ab. Das hier auch. Das machen wir dann hier drüber. Dann brauchen wir wieder Cobblestone. Richtig. Na, wer kann es erraten, wozu brauchen wir Cobblestone? Na. Du. Ne, was tust? Nee, nicht. Komisch. Hierfür. Genau. So, wir sind doch derzeit hier überhaupt nicht überfüllt oder so. Ich habe auch vor, hier später wieder alles ein bisschen umzudesignen, also ein bisschen umzustrukturieren. Weil mir das gefällt hier alles noch gar nicht. Nein. Komm, lass das mit Sand machen. Und jetzt, wo gehen wir raus? Wir gehen hier raus. Wo ist meine Steinspitzhacke? Hier. So, dann gehen wir hier wieder raus. Zack. Kurz Schaufel nehmen. Ich bin zu faul. Nein, Schaufel. So. So, na... Das sieht doch ganz okay aus. So, danke für den Cobblestone. Dann, wir brauchen ein Schild. Weil wir haben ja alles hier immer beschriftet. Ganz klar. Und dann beschreiben wir auch das hier. Muss ja so viel Zeit müssen wir ja noch haben. So, nein, hier haben wir nichts drin. Hier haben wir auch noch was drin. Alter, den ganzen Kram, den ganzen Shit wieder zurückzuräumen. Das wird ja lustig. Machen wir mal hier. Wie wird Kaktus nochmal geschrieben? Scheiße. Kaktus. Kaktus. Kaktus von Kolzungen. Ah, Mann. Kaktus. Farm. So. Ja, das wird jetzt ein bisschen brauchen. Die Kaktusfarm ist jetzt sehr langsam. Also, ich verspreche euch davon nicht zu viel. Ja, die Zölle können wir auch wieder zurückräumen. Stickies auch. Machen wir uns nochmal ein paar Brote. So. Nimm meinen lieben kleinen Wauw aus. So, dann gute Nacht. Guten Morgen. Dann räumen wir jetzt den ganzen Kram wieder zurück. Ja. Muss ja auch wieder zurückgeräumt werden. Also erstmal Cobblestone. Gut, dann Granit haben wir hier. Und das ist...
Bringe ihn mal kurz hier. Schwarzpulver, genau. Schwarzpulver haben wir hier. Sand und Erde. Ton. Und Erde. So, dann bringen wir noch. Ja, die Kakteen und so bringen wir auch alle wieder zurück. So, Weizen. Eichenholzbretter und Kakteen. So, wo haben wir wieder die Kakteen? Hier drin haben wir die Kakteen. So. Sag mal, haben wir eigentlich noch. Ja, davon haben wir genug. Schwerter. Warte mal kurz, wir nehmen mal kurz. Hosen, Helme, Schwerter, Eier. Spitzhacken. Zack. Schlichtweg, weil Eisen. Wir machen jetzt eine neue Spitzhacke. Eine neue Eisenspitzhacke, die auch ein bisschen effizienter ist. Haben wir hier noch Stickies? Nein, aber hier haben wir noch Stickies, genau. So. Ja, damit haben wir jetzt auch das alles wieder erledigt. Ah, wir müssen ja noch zum Bauernhof. Dort haben zum Bauernhof, ich voll Idiot. Ich meine, wir müssen noch da hinten wieder zu den Dorfheinis. Weil. Baum. Ja, weil die müssen wir ja noch fertig machen. Also das müssen wir noch alles fertig bauen und so. Dass ich dort alles vorziehe. Müssten wir brauchen wir noch später noch einen kompletten Kiesweg, wollte ich ja dann auch hinmachen. Hier. So einen L-langen Kiesweg. Der gerade mal bis hierhin führt. Oh Gott, das wird. Oh Gott, ey, das mit dem Kiesweg. Oh je, Mini. Das will ich mir nicht mal ausmalen. Was wollen wir machen? Die sind bis jetzt nur in die und die Himmelsrichtung gegangen, aber wir sind bis jetzt noch nie in die Himmelsrichtung gereist. Ist euch das mal aufgefallen? Genau aus diesem Grund würde ich jetzt sagen. Einfach nur, um uns dort ein bisschen umzugucken. Komm her, Günther. Zack. Wir reisen jetzt mal da lang. So, ein bisschen Brot haben wir ja noch, ein bisschen Proviant, Schwert, Bogen, Spitzhacke, Schaufel, also wenn wir dort was finden, kriegen wir das. Ja. Ja, cool, wenn wir in ein Dschungelbiom kommen würden oder so, das würde ich echt cool finden. Was lustig, wir sind bis jetzt in alle vier Himmelsrichtungen, also bis jetzt nur in drei Himmelsrichtungen immer gereist, bis auf die hier. So. Bis auf die hier, das wird sich auch bekloppt machen. Also ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Natürlich so geil. Wobei, ich glaube, Melonen müssen wir mit Dorfheinis erfahren, oder? Ich weiß es nicht. Ach, hier haben wir wieder eine Wüste. Oh, fuck. Okay, wieder Minenschacht. Okay, dann wissen wir schon mal, wenn wir unsere Minen dort alle ausgeplündert haben, was auf jeden Fall passieren wird, dann können wir hier noch gucken. So, wartet mal. Nein, nicht hier. Wäre ja cool, wenn wir einen Tempel finden würden oder so. Also das würde ich echt hart feiern. Noch geiler wäre es natürlich, wenn wir noch Diamanten finden würden. Das wäre natürlich der Jackpot. Nee, ne? Was finden wir? Neues Dorf. Mit einer Schmiede. Also das nicht mal hammerhart. Geilo. Geilo. Alles mitnehmen. So. Cool. Aua. So, rein da. Was da? Dorfheinis, Heinis. Das Dorf ist nicht groß, aber es ist ein fucking Dorf. Hier ist ein fucking Dorf einfach. Alter. Hier ist ein. Gottverdammtes Dorf ist hier einfach. Okay, wir kamen von dort. Ich wollte aber die Wüste noch ein bisschen erkunden. Alter, wir haben hier einfach mal nochmal ein fucking Dorf gefunden. Und wir können uns jetzt eine.
Wir können uns jetzt ein Tempel! Oh yeah! Oh yeah! Geilo! So, da gehen wir jetzt rein. Sorry. Günther, du bleibst hier. Ah ja, warte kurz. Also wenn wir schon hier unten sind. Nehmen wir auch hier alles mit. So. Nehmen wir erstmal Sand. Bauen wir jetzt mit Sand ein bisschen hoch. Gehen wir hier hoch. Die Truhen müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Die brauchen wir nicht. Günther. Wo bist du? Günther. Wartet wie ein braves Ross auf uns. Leute, wir haben den Jackpot. Jetzt ohne Scheiß. Ich mache die Folge jetzt ein bisschen länger, weil ich... Leute. Scheiße, wir haben ein Dorf und einen Tempel gefunden. Also ich kann mich nicht mehr beschweren heute. Leider. Hätte eigentlich noch Lust gehabt, mich noch ein bisschen mehr zu beschweren. Das ist doch einfach nur geil. Das ist doch einfach nur geil. Okay, wisst ihr was? Ich beende hier die Folge. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.